Hey Leute, ich bin's Joker, so heute wieder mit ein bisschen Arena. Schauen, wie viel Double Lucian ich kann. Also ich bin noch relativ niedrig. Ich war ein bisschen gelangweilt oder zu faul, besser gesagt, meine Arena-Invite zu spielen. Ich guck mal, was hier los ist, ob man hier irgendwas luschen kann. Das sollte gehen. Hoffe ich zumindest. Ich habe meine Lucian jetzt auf selben Speed, habe ich glaube ich schon mal gesagt in einem Video, dass mir nichts mehr dazwischen grätschen kann, solche Belladons oder so. Wow. Viele Runden, aber zum Glück alles auf Chloe. Könnte knapp werden, die ganze Kiste. Gut. Ja, lass uns Darren töten. Das solltest du hinkriegen, hoffe ich. Gut. Okay, Lucian macht ein bisschen Schaden. Ah, okay, sogar Crit, optimal. Das ist eine Geschichte. Okay, Dokey. Die zweite Runde müssen wir anders machen. Die zweite Runde machen wir auf jeden Fall so. Komm, gib mir G, gib mir Jean-Claude. Chessun, um Ahne zu tanken. Und wenn wir Akamamiya rausnehmen als erstes, brauchen wir eigentlich keinen Tank für ihn. Das heißt, ich nehme noch Chloe mit, dass ich sicher als erstes der bin, der Damage macht. Oder Bernard mich outspeedet und ich in der ersten Runde sterbe, das sehen wir gleich. Oh yeah. Ah ja, gut. Laser Chloe. Attack Buff. God damn it! Dein Ernst? Ey, zum Kotzen. Scheiße, und jetzt krieg ich auch noch beide. Fuck! God damn it! Oh mein Gott. Habt ihr gerade gesehen, dass von Akamamir der Skill, der mit AP skaliert, 8000 Schaden gemacht hat? Fuck. God damn it. Gott verdammte Axt. Da muss die echt in der ersten Runde lasern, ey. So zum Kotzen, ey. Sollte jetzt eigentlich alles auf Chisung gehen. Lass uns Fnatic machen. Ich brauche echt mal für meinen Jean die Level-Ups. Die Skill-Ups, die noch fehlen. Dann hat er nur zwei Runden auf seinem zweiten Skill. Und der zweite Skill hittet halt wie ein Truck. Der erste Skill hittet auch gut, aber der zweite Skill ist einfach nur noch viel zu krass. Gut. Nein! Fuck you. Stirb. Stirb, Bernhard. Bernhard. Du musst sterben. Er macht gar keinen Sinn zu heilen jetzt. Ja, das. Gut, dass der Schaden von allen nicht wirklich viel ausmacht.
Okay, auf Jean wird es viel ausmachen, aber er sollte Jean nicht angreifen, solange Chasun lebt. Stirb endlich. Gut. Naja. Naja, Arnold. Okay. Du pausierst mich, ich pausiere, dass du. Oh Gott. Ja. Ich sollte mal ein bisschen mehr auf die Tech Pass achten. Das wäre, glaube ich, ein Vorteil. Aber ich bin immer ein bisschen zu voreilig mit meinen Arena-Falls. Das habe ich schon gemerkt. Aber naja, so ist das Leben, wa? Auch keinen Bock hier bei jedem Kampf ewig zu überlegen. Da verliere ich halt mal. Aber ich meine, es ist, wenn man was reißen will, also wenn man irgendwie hochkommen will oder so, dann sollte man sich schon konzentrieren und schauen, dass man das Ganze so gut gebacken kriegt wie möglich. Aber ich versuche eh nur so gerade 2 Sterne, 3 Sterne Conqueror zu halten. Weil, ja, ich kann nicht in Garden bleiben, ich muss erst die Skills von meinem Lichtwerwolf erhöhen, also maxen. Oh Gott, ist das lästig. Ich nehme Bella anstatt Chess 100. Auch wenn das Ganze risky ist, aber. Mann, Leute, ey. So viel Luck hätte ich auch gerne mal. Cracker oder Cracker und Cyrus. Und Monkey King. Gott verdammt. So muss ein Chloe Shield funktionieren. Die Arena hat mich noch lieb. Und mich Guild Wars hasst. Gut, sollte normal funktionieren. Cracker wiederbelebt ihn jetzt. Natürlich. Mit allen Skills verfügbar. Okay. Jean kommt vor Cyrus. Das heißt, ich versuche jetzt mit. Uah, fuck. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob er das One-Hitten kann ohne Defense Break. Ich habe vorhin den ersten Skill. Ach komm, lass uns auf Risk gehen. Ich gehe jetzt auf Cracker. Ich will nicht unbedingt Damage wasten. Okay, lass heilen den ganzen Mist hier. Fuck, wieso kommt Cyrus doch vorher dran? God damn it! Greif noch 5-mal an, du Spaß. Uah. Ja, lass uns die matschen hier. Boah. Puh, gut, dass das keinen wirklichen Schaden gemacht hat. Aber auf Leben ist sie auch nicht wirklich. Ich weiß nicht, was der so wirklich baut hier. Fucking, wenn der Monkey King jetzt auch noch anfängt zu stunnen, dann. Oh Mann! Bin mir noch nicht sicher, dass ich die ganze Kiste hier gerade gewinne. Fick dich! Fick dich! Stirb, du komischer Drache! Den kriege ich nicht tot. Dafür hat er zu wenig Leben. Puh! Kotzen! Okay, dann versuchen wir was anderes. Wo war der Horst? Horst. Fuck Chloe. Geh mit Word und outspeede den Scheiß. Hoffentlich. Oder verlieren wir halt nochmal eine Runde. Aber egal, man muss auch sowas testen, sonst. Okay, Chloe hat gelasert. Gut so. Jetzt killen wir aber als erstes Cracker. Stirb.
Harris. Theo. Theo. So muss das sein, Theo. Also ich finde das Team sogar noch witziger als mit Chloe. Mit Chloe ist irgendwie langweilig, muss man warten. Mit Theomas kommt man als erstes. Oder zumindest nach der Chloe dran. Stirb, du Affe! Gut, dieser ist doch nicht stärker als alles. Yeah, I got this, guys, I guess. Ich hab's, Mann. Der sollte kein Land sehen hier. Der ist zu langsam. Bella. Ich mag keinen Death Break. Der ist doof. Bräunig, ich das hier brauchen wir. Boom. Kamehameha. Das gute alte Ifrit Kamehameha. Okay, diese blöde Sau ist auf Damage, wie die meisten ihn spielen. Das heißt, ich will ihn umbringen. What the? Der macht so viel Schaden und hat trotzdem so viel Leben. Das geht ja mal gar nicht. Komme ich hier gar nicht drauf klar hier. Ja. Oh Mann, was haben wir alle gegen Jean? Du bist Feuer, Feuer bist du. Lass dich nicht angreifen. Gut. Geschichte. Der ist Geschichte. Oh Mann, Leute, hier ist es so heiß. Und ich wohne eh schon in einem Bunker, wo es relativ kühl ist. Also mein Haus war damals mal ein Bunker, deswegen habe ich recht dicke Wände und es ist eh nicht heiß. Aber mir ist es gerade wieder so heiß. Jasun, du musst sterben. Weißt du? Oder weißt du was? Lass als erstes auf Verumus gehen. Der sollte weniger aushalten. Ja, oder auch nicht. Ja, 12 Runden Chasun bitte. Weil uns das so einen Spaß macht. Chasuns verpassen meinem Theomas immer Glancing Hits. Ich hasse es. Tanky Word macht leider nicht so viel Schaden. Fuck, sogar noch eine Runde. Oder gleich noch eine Runde. Immer noch Glancing Hit. Immer noch Glancing Hit. Immer noch Glancing Hit. Jetzt nicht mehr Glancing Hit. Okay, jetzt tu was für dein Geld, Theo. Und hau dem aufs Maul. So habe ich mir das gedacht. Auto. Auto diese Bitch. Die Olle mit dem Fächer. Gut. Dann hätten wir den auch. Ja, wir wollen aktualisieren, weil wir wollen nämlich schnell aufsteigen und deswegen machen wir die nur die unteren zwei. Bin ich ganz unten, ja. Oder wir wollen schnell verlieren, keine Ahnung. Oh, das. Das ist auf jeden Fall eine Double-Lution-Sache.
Hell's Megan muss ich so spielen. Ich habe mir gerade kurz überlegt, ob ich. Ja, das ist das Geräusch, wenn mein Handy-Akku voll ist. Tut mir leid dafür. Ich weiß, ein Wunder, dass ihr das noch nie gehört habt, aber mein Handy-Akku ist meistens leer, wenn ich Videos aufnehme. Weil das Ganze meistens nach der Arbeit passiert und weil ich mein Handy mit dabei habe auf Arbeit, ist es immer ziemlich leer, wenn ich nach Hause komme. Okay, boom. Oh Mann, Doubleduschen ist so lustig, wenn es funktioniert. So sollte Doubleduschen eigentlich funktionieren. Weil dann gehen die Invites relativ schnell. Oprah. Warte mal. Ich versuche jetzt mal was Experimentelles. Vielleicht lose ich wieder. Aber meine Idee ist gerade, anstatt Chloe Word zu nehmen, um dann alle zu nuken. Na, lass uns mal ausprobieren, ob es funktioniert. Weil ich habe jetzt nichts gesehen, was relativ schnell ist. Also eine Pra hat normal so 180 ungefähr, dass sie nach einer Chloe dran kommt. Okay, Theomas ist über 200, Veramos ist über 200 Speed. Okay, ein Luschen kommt vorher. Ich hoffe, der zweite kommt auch einen vorher. Der ist ein Speed slower. Ja. Optimal. Weil das Problem ist, Defenses mit Praha kann man normalerweise nicht so gut Double Luschen nennen. Entschuldigung. Weil, ja, Praha entfernt die Buffs von Chloe. Und du bist Geschichte. Deshalb musst du schneller sein. Also bräuchte ich einen Bernard. Bernard benutze ich hier nicht. Benutze ich nicht. Weil wenn ich einen Speedleader haben will, dann werde ich mir einen machen. Ich kann das nicht, Double Lusche. Wenn ich einen Speedleader machen will, dann werde ich mir vermutlich Kabila oder sowas bauen, also die Licht-Harpie. Oder Wayne. Wayne heißt er, glaube ich. Den Wasser. Ja, den Wasserfritzen da, den Dämonenjäger, der umeinander ballert. Wie so ein Verrückter. Aus dem simplen und einfachen Grund, dass Wayne in der Defense seinen Speedbuff immer macht. Das heißt, wenn ich ihn mal für die Guild Wars Defense benutzen will, also es geht mir jetzt nicht um die Arena Defense, vielleicht kann ich eine gute Arena Defense aufbauen, wo es sich lohnt, ihn einzusetzen. Und da ich eine Vanessa habe, denke ich, sollte ich mir das leisten können, auf ein Monster zu gehen, das ein Speed langsamer ist als Bernard, weil ja hoffentlich nicht jeder eine Vanessa hat. Eigentlich sollte ich auf Michelle als erstes gehen, aber. Michelle ist ja noch geschützt und so, weil sie zu langsam ist. Er triggert diesen blöden Endur-Buff. Dann hätten wir mal noch Jasun. Ah, goddammit. Leute, ich prophezeie euch immer, Michelle ist gut. Schaut euch den Scheiß an. Und sie hat ihn. Boah. Tasha, sie ist immer noch drecksunverwundbar wegen ihrem blöden Heal. Fucking Scheiß. Michelle ist einfach gut, müsst ihr einsehen. Weil der Revive ist nämlich auch nicht schlecht. Jasun hat sich eh wieder voll. Tu es endlich. Erspar mir diese Qual. What the. Jasun, nimmst du Drogen? Warum heilst du nicht? Why you no heal? Du wirst das tun. Du bist nicht so doof wie diese. Fick dich! Jasuns trollen mich einfach. Oh Mann! God damn it. Oh, Michelle ist ziemlich weak, die was er gebaut hat.
Ja, stimmt, ich hätte vorher aufpassen sollen. Die hat direkt viel geheilt und wenn sie recht viel heilt, hält sie direkt wenig aus. God damn it! Kommt gleich wieder dieser Drecksheal, weil sie so langsam ist, hat sie immer noch ihren blöden Unverwundbarkeitsbuff. Und wenn ich jetzt irgendeinen Low klopp, dann kriegt er wieder die extra Runde. Na komm. Also die Def ist echt nicht schlecht, die ich hier gerade bekämpfe. Zumindest ziemlich nervig. Ich bin gerade ziemlich riskant gegeben und tu mir trotzdem schwer, es umzubringen. Fuck off. Töte das. Töte das. Das bringt aber nichts, weil es gleich wieder voll ist. Oder zumindest da ist. Aufgrund von Michelle und so. Michelle, komm doch endlich mal dran. Und jetzt, du kommst immer zu den unmöglichsten Zeitpunkten dran. Dumme Sau. Stirb. Gut. Wenigstens konnte ich im richtigen Moment angreifen. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann wäre Chisun wieder voll gewesen. Ey. Und gut, dass Chloe zu dem Moment gestunt war. Also, das ist echt keine schlechte Defense. Wobei was anderes als Theomas vermutlich sehr gut wäre. Und ich bekomme eine Nachricht, aber die werde ich nach dem Video checken. Fuck you, stirb. Komm! Drück nicht daneben. Drück richtig und mach kaputt diese. Mach kaputt diese Michelle. Okay, 20.000 Leben ist echt nicht schlecht. Echt recht schlecht für eine Michelle. Also, man sollte schon so 25, 30 hinbekommen, sage ich mal, trotz Speed of 2, wenn man gute, also wenn man Max-Runden hat. Ich rede jetzt nicht von Leuten, die noch nicht 40 sind oder so, aber die Michelle auf Max-Level haben und die schon 6-Star-Runden haben, sollten sie mindestens auf 30 kHP haben. Das ist ja eklig. Das ist ja eklig. So vielleicht. Ja. Kuma ist eine Bitch. Fucking Kuma. Leute, die Beastmonks sind einfach fucking annoying. Die Beastmonks sind echt richtig, richtig stark gerade. Und dann ist auch noch so eine doofe Chloe gekommen, oder sie. Okay. Leute, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock nochmal gegen ihn zu kämpfen. Ich kam mir gerade irgendwie verarscht vor. Ich refresh jetzt nochmal, schaue, ob ich noch was Witziges. Der albanische Troll. Gibt's den auch? Oh, Perna Jutan und Chloe. Ja, da. Das ist noch ein Bomber. Das ist noch ein Team zum Bomben. Soll ich Fast Bomber spielen? Ja komm, lass uns Fast Bomber spielen. Hoffentlich outspeedet mich nicht wieder Veramos. Mr. Hund. Da ist der Hund. Da bist du ja Hund. Okay.
Ich hoffe, das funktioniert. Und es funktioniert. Ja, man. Sehr cool. Das freut mich, dass ich es ausprobiert habe, weil jetzt kann ich wieder, habe ich wieder ein bisschen mehr Freiheiten mit meiner Double Lucian Kombination. Vor allem, wenn ich gegen Bras kämpfe, werde ich das jetzt öfter mal probieren, weil es ziemlich gut funktioniert hat. Okay. Ja, Leute. Und ihr wolltet ja immer noch sehen, wie ich. Ich werde mir noch ein Video machen, wenn ich irgendwas Sixstar. Aber ich wollte euch nur mal zeigen, wie ich hier das mache. Ich habe jetzt gerade hier Sigmaros und drei normale Fodder, so wie es halt fast jeder macht. Und ich mache hier den Stage, weil Werwölfe droppen können und ich brauche Werwölfe. Ja. Und das war es auch soweit von dem Arena-Video. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao.